Hallo Leute, ich habe mal wieder ein neues Päckchen für euch und da sind gleich zwei Sachen drin, deswegen wird das ein zweiteiliges Video. Ich habe nämlich mal wieder Periodenunterwäsche bestellt und oft ist es halt so, dass man durch so eine Staffelbestellung, also dass man halt, keine Ahnung, drei Stück oder mehr kauft, Rabatte bekommt und deswegen rentiert sich das meistens, das mit jemand anders zusammen zu bestellen und genau das habe ich bei diesem Päckchen gemacht. Ich habe bei zwei verschiedenen Periodenunterwäscheherstellern gekauft und habe das eben mit einer anderen zusammen gemacht, die ich auf meinem YouTube-Kanal kennengelernt habe, was ich echt total toll finde, dass man da so Kontakte knüpfen kann. Und ja, in diesem Video werde ich erstmal über Femtis reden. Das ist eine deutsche Periodenunterwäschenmarke und werde euch das auspacken. Und im nächsten Video geht es dann um die Moody Body. So. Ich habe erstmal eine Toffifee-Packung gekriegt. Oh, lecker, da freue ich mich schon richtig drauf. Ich finde Toffifee echt lecker. Und genau, das packen wir mal zur Seite, denn es gehört ja nicht dazu. Wobei man vielleicht bei Periode ganz leicht auf Süßigkeiten kommen könnte. Aber gut. Okay, wir haben erstmal hier das Blatt bei Femtis. Pflegehinweise. Könnt ihr euch gerne mal auf Pause machen und selber durchlesen. Und ich habe drei verschiedene gekauft. Ich habe die Größe L ausgewählt, weil das irgendwie am besten passend aussah für mich von den Maßen her. Normalerweise kaufe ich eher so im M-Bereich, aber das kann ja auch ganz gut sein, dass es einfach mal andere Größen gibt. Hier unten sieht man immer so ein kleines gestanztes Loch. Und ich habe drei verschiedene Modelle gekauft. Einmal das Modell Lene, dann die Jule und die Alva. Es gibt mindestens noch drei andere Modelle, die ich jetzt allerdings nicht gekauft habe, weil ich halt schon am Bild sehen konnte, dass sie jetzt nicht so sitzen, wie ich Unterwäsche gerne habe. Und diese hier sind auch wirklich für eine hohe Blutungsstärke sozusagen und andere, die haben eben ein bisschen weniger Saugstärke und deswegen habe ich mir die bestellt, weil ich ja dann doch irgendwie immer ein bisschen bei den Stärkeren bin sozusagen. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Jule an. Die Jule ist eine High Waist. Boah, die sieht aber richtig groß aus. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, weil schwarz auf schwarz, das gibt immer nicht so gute Kontraste. Und die sieht halt echt einfach richtig groß aus. Also vielleicht habe ich mich ein bisschen verschätzt, weil, ja, die ist einfach mega groß. Okay. Also, was schon mal sehr gut ist für meine Verhältnisse, ist, dass diese Saugkernschicht bis ganz hinten geht. Absolut bis ganz, ganz, ganz hinten. Vorne geht es nicht so weit, sondern hier ist noch ein großer Platz frei. Aber das ist ja auch eine High Waist, also das geht trotzdem schon recht gut weit nach vorne. Hier steht auch nochmal, was für Schichten da verarbeitet sind. Die erste Schicht, die innerste ist 95% Baumwolle, 5% Elastan. Die zweite Schicht, das ist dann schon innen drin, ist auch 95% Baumwolle, 5% Elastan. Die dritte Schicht ist 80% Viskose, 20% Polyester. Die vierte Schicht Polyester mit Polyurethanbeschichtung, also dass hier ein Auslaufschutz drinnen ist. Und die fünfte Schicht, also ganz außen, das wäre dann 75% Nylon und 25% Elastan. Keinen Beispiel benutzen, bei 30 Grad waschen. Okay, also den Schritt finde ich schon mal, sieht schon mal relativ breit aus. Vielleicht nicht das breiteste, was ich habe oder vergleichbar mit den anderen, aber auch nicht schmal, wenn man das so beschreiben kann. Ja, also das ist halt, sage ich mal, eine ganz normale High-Waist-Unterhose ohne besonderen Schnickschnack. Ich bin jetzt wirklich gespannt, ob mir die nicht einfach viel zu groß sind, weil das sieht wirklich sehr groß aus. Dann nehmen wir mal das Modell Alva. Das ist jetzt wieder so ein Spitzenunterhöschen, was irgendwie inzwischen auch alle Periodenunterwäschenhersteller fast anbieten. Ich weiß nicht, ich muss ja ehrlich sagen, dass meine Periodenunterwäsche einfach viel besser aussieht wie meine normale Unterwäsche, weil ich da einfach nicht so der Typ für so hübsche Sachen bin.
Hier fühlt sich diese Schicht in der Mitte wesentlich, wesentlich dünner an. Dabei dachte ich eigentlich, dass das auch eine für starke Blutung ist. Und vergleichen wir mal, aha, da fehlt zum Beispiel eine Schicht. Vergleichen wir mal die Inhaltsstoffe. Das ist voll gut, dass die Inhaltsstoffe oder halt die Schichten direkt in der Unterhose drin stehen, weil sonst musste ich immer auf die Webseite schauen und mir das nochmal anschauen und huiuiui, das war immer ein bisschen anstrengend. Hier fehlt die dritte Schicht bei der stärkeren sozusagen und die wird übersprungen und die dritte Schicht ist dann schon die vierte Schicht hier. Und auch das Außen ist hier 85% Nylon und 15% Elastan im Gegensatz zu der anderen. Da ist es 75% Nylon und 25% Elastan. Da kann man aber auf der Webseite auch alles gleich in so einer Tabelle sehen, alle Stoffe und so weiter. Aber ich finde jetzt nicht, dass sich das besonders viel anders anfühlt. Man merkt nur auf jeden Fall, dass hier im Schritt sozusagen das wesentlich, wesentlich, wesentlich dünner ist. Und auch sehr breit. Ich kann euch das mal im Vergleich zeigen. Also hier kann man wirklich einen großen Unterschied sehen. Und ich zeige euch das auch mal von der Dicke. Das ist wirklich auch ein sehr großer Unterschied. Okay, da bin ich auch schon mal gespannt. Die Saugstärke geht hier aber von ganz hinten nach ganz vorne. Also das ist auch eine gute Sache, finde ich. Und die sieht, finde ich, auch nicht ganz so arg so groß aus. Aber ja, testen wir auf jeden Fall auch. Und dann kommen wir zur letzten. Das ist das Modell Lene. Und das ist eher so ein Boyshort-Style, würde ich sagen. Sieht, finde ich, auch nicht ganz so krass so groß aus wie die erste, die Jule. Und da ist außen auch noch mal ein anderer Stoff. Innen geht es auch nicht ganz so weit nach vorne. Und das Bündchen unten ist auch wieder sehr breit. Ich schau mal, das ist auch wieder vergleichbar mit der Alva. Und jetzt schauen wir uns auch noch mal die Inhaltsstoffe an. Dafür ist aber der Saugkern wieder dicker. Hier, diese hat auch nur vier Schichten. Und das vergleichen wir mal mit der Alva. Hier überschneidet sich. Die Spitze steht halt da bei der Alva noch extra drauf, aber sind vier Schichten. Und die vierte Schicht hier ist aus 95% Baumwolle und 5% Elastan. Die anderen sind beinahe gleich, nur die zweite Schicht hat auch ein bisschen weniger Polyester drin. Dafür hat aber die zweite Schicht 80% Polyester und 20% Nylon und das ist bei der anderen 95% Baumwolle und 5% Elastan. Also haben sich quasi die Schichten so ein bisschen umgeteilt. Also gehen wir nochmal hier den Dickevergleich an. Und zwar haben wir hier einmal, das müsste jetzt die Alva sein, das ist die Lene und dann haben wir noch die Jule. So. Und man sieht, denke ich, ganz gut, dass die Alva wirklich am dünnsten ist. Und die anderen auf jeden Fall dicker. Okay, boah, da bin ich jetzt echt schon mal gespannt. Also, wie gesagt, die sieht halt echt riesig aus. Kurzes Vorfazit. Ich habe die Unterwäsche gerade anprobiert und es ist gut, dass ich L bestellt habe. Also, die Lene ist mir sogar teilweise ein bisschen eng so an den Beinen. Aber die anderen zwei, die passen ja voll gut in L. Also, stimmt schon. Und passt gut. Also, nur dass ihr es schon mal wisst. Und ja, gut, die sind schon gleich breit. Und diese hier, genau. Okay, die kommen dann erstmal in die Wäsche und bei der nächsten Periode werde ich sie dann hoffentlich testen können. Aber ich habe ja jetzt einiges zum Testen, weil ich ja in dem Päckchen noch mehr habe. Hier sind so ein paar Fäden, die lose sind. Das ist irgendwie bei jeder Unterhose an einer Stelle. Und ja. Okay. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten und erklärt mir bitte, wieso nicht, damit ich mich in Zukunft verbessern kann. Und wie immer habt ihr hier an der Seite zwei alte Videos von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr freuen.
Schaut auch gerne in meiner Facebook-Gruppe vorbei oder auf meinem Instagram-Profil, da könnt ihr gerne beitreten bzw. mir folgen. Die Webseite zu Femtest ist natürlich auch unten in der Infobox. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist und tschüss!